Also in den Begegnungen, die muss ich auch nochmal persönlich reden, erlebe, ist es eher eine große Offenheit, wobei uns natürlich auch klar ist, dass man verschiedene Positionen formulieren können muss. Das habe ich in Russland übrigens auch mit dem Metropoliten von Samara getan. Und ich meine, die Herausforderung ist, Sprach- und Verstehensebenen zu finden, auf denen man dann durchaus auch Kontroverses formulieren kann, aber dass man wirklich gemeinsam erstmal vom Gleichen spricht, um dann auch auf dieser Sprachebene durchaus Kontroverses zu formulieren. Das Problem liegt manchmal darin, aber das geschieht ja schon in unserer eigenen Gesellschaft, schon in unseren eigenen Kirchen manchmal, dass die Sprachebenen und die Diskursebenen immer wieder verwechselt werden und ausgetauscht werden. Wir leben in einer Zeit, wo wir einerseits kommunizieren wie noch nie und gleichzeitig Kommunikationssensibilitäten genauso verletzen wie noch nie. Und das, glaube ich, ist die größte Herausforderung, wieder miteinander auf einer Ebene zu sprechen. Ich sage schon mal, allein beim Begriff da ist Freiheit, das ist unser, auch in Württemberg, unser Reformationssatz oder Logo. Aber ich weise schon darauf hin, dass die Freiheit nicht einfach in der Luft hängt, sondern eine von Gottes Geist geschenkte, von Christus ermöglichte Freiheit ist. Und das ist manchmal auch in unserem eigenen Diskurs ein Problem, dass man den ersten Teil wegstreicht und dann einen neuzeitlich gewonnenen Freiheitsbegriff, der natürlich, hinter den wir auch nicht zurück können, aber den zu verknüpfen mit dieser theologischen Positionsbestimmung. Und da denke ich, dass dann auch im Gespräch mit unseren orthodoxen Geschwistern immer klar gemacht wird, was verstehen wir wie unter Freiheit, in welchem Kontext, was folgt daraus auch für ethische Urteilsbildung. Das ist, glaube ich, eigentlich wieder eine neue Herausforderung unter den Kommunikations- und Verstehensbedingungen, die sich meiner Meinung nach nochmal in den letzten 10 Jahren verändert hat. Also Ewigkeitsdialoge stoßen auf Twitter-Mentalität. Ja. Was bedeutet das heute? Ja, manchmal kommt es mir als Außenstehendem so vor, dass die innerlutherische Ökumene unter Umständen schwieriger ist als die ökumenischen Gespräche mit anderen Konfessionen. Wenn ich mir die Sitzung in Windhoek anschaue, wo dann diskutiert wurde, ob der lutherische Weltbund als Ganzer Beschlüsse fassen dürfe zu gesellschaftlichen Entwicklungen, zu ethischen, moralischen, sexualethischen Fragen. Ist das so? Klar, ich habe, das ist ja auch bekannt, das Thema Ehe, Familie, Sexualität, Homosexualität ist im lutherischen Weltbund, wie übrigens in Württemberg auch, nach wie vor ein umstrittenes Thema. Und der lutherische Weltbund hat es aber immerhin geschafft, ich durfte da in Bogota selber die Sitzung mit moderieren, dass das nicht als kirchenspaltendes Thema gesehen wurde. Man hat die tiefen Differenzen etwa zwischen afrikanisch-lutherischen Kirchen oder auch asiatisch-lutherischen Kirchen mit den Nordamerikanern oder mit Schweden durchaus deutlich ausgesprochen. Schmerzhaft ist, dass die äthiopisch-lutherische Mekane-Jesu-Kirche die Abendmahlsgemeinschaft und Predigtgemeinschaft mit den Schweden und den Amerikanern aufgekündigt hat, inmitten einer Communio, wo ja gerade zum Begriff der Communio die eucharistische Gemeinschaft und die Gemeinschaft der Verkündigung gehört, das schmerzt mich sehr. Aber das erträgt man im Moment und lässt es stehen und findet dann aber doch wieder zusammen und war zusammen in Windhoek und weiß darum, dass Text und kontextuelle Theologie und Auslegungen, hermeneutische Fragen auch im lutherischen Weltbund immer neu erarbeitet werden müssen. Was hat man gemacht? Man hat sich noch einmal hingesetzt und eine Schrift zur Hermeneutik innerhalb der Lutheraner entwickelt, damit wir auch intern noch einmal sprechen können.
kontroverse Auffassung gibt es also nicht nur zwischen den Kirchen, sondern auch, das kann ich katholischerseits bestätigen, innerhalb der Kirchen. Also die letzten beiden Bischofssynoden in Rom haben das ja auch deutlich gemacht, dass gerade in der großen katholischen Weltkirche durchaus unterschiedliche Sichten auch auf bestimmte Probleme gibt. Dann würde ich in dem Zusammenhang noch eines nennen. Es gibt manchmal so die Vorstellung, dass eine katholisch-orthodoxe Allianz geschlossen werden könnte, also ein Zweckbündnis gegen, sagen wir, die protestantische Freigeisterei. Jetzt kommt es endlich raus. Ja. Das ist nicht meine Meinung, sondern nur, da würde ich sagen, wir schließen keine Bündnisse gegen, sondern wir müssen miteinander im Gespräch bleiben. Und ja, wenn man auf die drei Richtungen schaut, eben auch Wege suchen, das Christliche wirklich überzeugend in dieser Gesellschaft zu leben und nicht gegeneinander.